Ja, es ist mal wieder soweit. Der April ist vorüber. Der Mai hat begonnen. Ich wünsche euch allen im Übrigen einen schönen 1. Mai. Und ich kann nur sagen, der April, der macht, was er will. Das trifft auch diesmal bei Merch bei Amazon zu. Da gab es nämlich eine Überraschung. Mehr dazu nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei POD Gemeinsam Wachsen. Ich bin der Heval und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange, sondern starten direkt mal rein. Und zwar hier bei Spreadshirt sieht es folgendermaßen aus. Wir haben 5 Sales gehabt im April, beziehungsweise schauen wir hier sicherheitshalber mal den Jahresvergleich an, also einen Monatsvergleich. Wir hatten hier 5 Sales. Man sieht, es ist insgesamt eher rückläufig und ja, es war nicht so wirklich erquickend bei Spreadshirt. Von den Einnahmen her hatten wir 18,75 Euro. Also völlig unspektakulär. Deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt mal zu Merch bei Amazon. Und ihr seht ja schon, wir haben dieses Jahr fast eine, diesen Monat, fast eine Verdopplung der Sales. Letzten Monat waren wir bei 17, diesen Monat sind wir bei 31 Netto Sales. Ich hatte 2 Returns, das ist soweit eigentlich ganz gut. Dann schauen wir uns vielleicht mal die Verkaufsstatistiken an. Und zwar habe ich 16 Designs diesen Monat verkauft und davon waren 3 neue. Und wie sich die Sales verteilen, das schauen wir uns dann unter Body Merch an. Und zwar ist es wie folgt, waren eigentlich 1, 2, 3, 4, 5 plus 3, 8 Tage, an denen sich nichts verkauft hat. Es gab einige Tage, wo sich mehr als 1 verkauft hat und hier, das war der Montag vor Ostern, glaube ich, 11.04., ich weiß gar nicht mehr genau, sind direkt 5 Sales pro an diesem Tag reingekommen, ist eigentlich ganz cool gewesen. Also der Anfang des Monats war relativ stark, dann war so ein bisschen hier eine Flaute und jetzt gegen Ende des Monats, beziehungsweise so ja nach Mitte des Monats, letzte Drittel, war eigentlich auch wieder ganz gut. Nur hier zum Schluss war jetzt relativ flautig. Insgesamt, ich habe jetzt hier nur den deutschen Markt, 32 Sales minus 1. In Summe waren es 33 minus 2. Ich habe auf dem ich glaube in England auch noch was verkauft, überwiegend Standard-T-Shirts, einen Pulli. So, und jetzt schauen wir hier mal, das ist nämlich recht spannend. Und zwar hat sich ein Design hier diesen Monat 15 Mal verkauft. Das ist im Übrigen das, was ich euch gesagt hatte, was mittlerweile jetzt meinen Bestseller überholt hat. Ich hatte euch die Daten von diesem Design auch letztens bei meinem Bestseller-Video vorgestellt. Es wird überwiegend von Frauen gekauft und ja, in den unterschiedlichsten Farben. Und auf dem deutschen Markt, ich habe jetzt zwar einen deutschen Markt eingestellt, aber das ist ein deutsches Design, so ein bisschen ein Wortwitz, das versteht man nur in Deutschland oder wenn man deutschsprachig ist. Ja, ansonsten ist es relativ bunt gemischt. Wir haben hier 3 Designs, die sich 2-mal verkauft haben und ansonsten, wie es bei mir eigentlich immer üblich ist, viele Designs, die sich halt einmal gelegentlich verkaufen. Also ist eigentlich wie bisher sonst auch immer relativ unspektakulär. Dann schauen wir mal noch mal kurz, was ich auch spannend finde, wenn man sich das hier anschaut. In den letzten 30 Tagen habe ich durchschnittlich 1,1 Designs verkauft pro Tag. Wenn man jetzt mal schaut, die letzten 7 Tage nur noch 0,7. Es ist doch relativ stark zurückgegangen. Von daher ist einfach, ja, der April war relativ durchwachsen. Ihr habt es ja gesehen, mal ist es gut gegangen, besser gelaufen, mal nicht so gut. Weil insgesamt muss ich sagen, bin ich natürlich zufrieden mit 30 oder mit 31 Sales. Jetzt schauen wir uns doch mal wieder die Daten im Vergleich zum vorherigen Zeitraum an. Hier haben wir wieder meine Liste. Und zwar, Spreadshirt hat man ja schon gesehen, ist insgesamt in diesem Jahr rückläufig, im Vergleich zu letzten Jahr auch stark rückläufig. Ganz im Gegenteil zu NBA haben wir hier jetzt einen sehr starken Monatszimmer, besser sogar als jetzt im August gewesen. Also das sieht eigentlich ganz vielversprechend aus. Jetzt schauen wir mal, wie sich der Mai und die restlichen Monate jetzt hier, so wenn es langsam aber sicher mal im Juni, Juli der Sommer anfängt, entwickeln wird. Dann schauen wir mal von den Plattformen her im Vergleich. Also ja, ganz klar, Amazon ist natürlich ganz weit vorne. Ziemlich weit abgeschlagen ist Spreadshirt, wenn ich mir das so angucke. Dann wage ich sogar fast zu bezweifeln, dass wir diese 519 Euro vom letzten Jahr an Einnahmen über Spreadshirt toppen werden.
Müssen wir mal sehen, wie es läuft bei Spreadshirt. Hier eben sieht man es eben hier nochmal, die Einnahmen sind ja halt relativ gering. Dafür sieht das natürlich bei NBA alles umso schöner aus. Dann haben wir hier die Ausgaben und Einnahmen im Vergleich. Wir haben jetzt Stand jetzt 280,62 € Ausgaben fürs T-Shirt-Business, ist inklusive Advertising, zeige ich euch auch gleich noch die Advertising-Daten und 486,67 € im T-Shirt-Business an Einnahmen. KDP war jetzt eigentlich nicht viel, es war einfach nur ein Buch, was sich verkauft hat, also Notizbuch oder Aufgabenplaner und dementsprechend 3,06 €. So, dann schauen wir uns jetzt nochmal schnell die Werbung an. Wir haben 16,88 € ausgegeben für Werbung und damit 6, nee, 8 Order generieren können. Das heißt pro Sale ungefähr 2 €. Das ist ein ziemlich guter Schnitt. Da bin ich eigentlich relativ zufrieden. In Sachen Werbung muss ich sagen, bin ich ja mittlerweile relativ konservativ mit den Geboten. Ich habe mir da bei Merchjar eine neue Formel geschrieben, die ist ja eigentlich ziemlich nahe an Alex von Merch Whisper seiner Formel angelehnt. Und das daddelt jetzt so alles schön vor sich hin. Und ja, setzt halt die Preise nach oben oder eben eventuell nach unten, falls das notwendig ist. Das ist eigentlich ziemlich angenehm. Wenn wir jetzt mal schauen, wir liegen hier bei 415 Sales All-Time. Das heißt, jetzt fehlen uns eigentlich nur noch 85 Sales oder mir fehlen 85 Sales bis zum Tier-Up, beziehungsweise bis ich eben Tier-Up berechtigt wäre von den Voraussetzungen. Da bin ich mal gespannt, wann wir diese erreichen werden. Ich hoffe ja, dass wir Mai, Juni, also allerspätestens Juli, das erreichen werden. Das wäre ganz schön. Dann hier, wenn wir uns anschauen, Design with Sales, sind wir bei 26,17. Das heißt, es ist ein bisschen nach oben gegangen. Gut, wir haben jetzt drei neue Designs, die sich verkauft haben. Also das passt soweit ganz gut. Die Return-Rate liegt bei insgesamt 6,74%. Das bedeutet, dass wir auf jeden Fall von der Return-Rate keine Probleme kriegen sollten. Kurz zur Return-Rate auch noch was. Letztes Jahr, als ich von T100 auf T500 hochgestuft worden bin, hatte ich ja auch sowas um die bisschen was über 8% Return-Rate, bin aber dennoch hochgestuft worden. Also von daher scheint es vielleicht nicht ganz so schlimm zu sein, wenn man knapp über 8% ist. Ich kann jetzt da nicht viel mehr dazu sagen, aber das ist einfach jetzt so meine persönliche Erfahrung. Und zu guter Letzt noch ein Punkt, und zwar geht es um die Preiserhöhungen, die ich gemacht habe. Das eine Design, was sich 15 Mal diesen Monat verkauft hat, da sind auch Sales mit dem höheren Preis mit dabei. Und das werden wir uns dann aber nächste Woche dann genauer anschauen am Freitag. Das soll es bis dahin gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht es gut!